Dadurch, dass der da ist. Oh, er blockt tatsächlich. Damit wird er, ist er tatsächlich den Kartenstrike eingegangen. Jetzt heißt es wieso Trade. Bei ihm lebt doch noch eine und bei mir ist eine gestorben. Aber ich darf jetzt der einer Kreatur -1/-1 geben und ich nehme natürlich den, den ich schon einen Schaden gehauen habe. Und weg ist er. Ich würde mit denen ja eigentlich den wiederholen, aber ich mache das jetzt mal nicht. Ich weiß gar nicht warum. Ich mache es jetzt einfach mal nicht. Das letzte Mal habe ich mich geärgert, dass ich ihn zu früh benutzt habe. Mir fällt gerade was ein, wenn ich den auf den gemacht hätte, dann kann ich die ganze Zeit mit dem angreifen. Soll ich das mal machen? Wäre das nicht besser? Aber nur bis zum Ende des Zuges. Ich mach das jetzt mal. Stetigen ein Zombie wieder zurück auf meine Hand. Ich habe jetzt ja einen im Friedhof. Hatte ich vergessen, dass ich, dass der ja auch ein Zombie... Also ich wusste, es sind Zombies, aber ich hatte vergessen, dass ich mir einen wiederholen kann. Ich war jetzt gerade tatsächlich auf was anderes konzentriert. Also war die Karte jetzt umso besser, dass wir sie jetzt gerade eingesetzt haben, anstatt später. Und ich glaube nicht, dass er mit einem von den beiden angreifen wird, sonst wird er wieder einen Kartentrade machen. Also er tauscht wieder meine 1-1er gegen seine 2-2er. Oh, jetzt will er eine abschießen. Den hier nimmt er. Jetzt darf ich mir einen aussuchen. Ich nehme mal den hier. Oh, das war schlecht. Weil ich den deklariere jetzt wirklich... Ach, jetzt kann ich einen von beiden töten, nur deswegen. Ah. So schlecht war es jetzt nicht. Wäre... Hätte besser sein können. 3 kostet es, ne? Ja, okay. Jetzt kann ich mir eine aussuchen, theoretisch. Das ist theoretisch auch praktisch. Ich nehme mal den, der was kann. Der andere kann ja nichts. So, ich will wieder mit einem angreifen. Kein Block, war zu erwarten. Nehmen wir ihn, kann ich diese Kleinen hier reinopfern und ihn groß machen zum Blocken. Natürlich opfert man lieber Getappte rein als Ungetappte, nur so als kleiner Hinweis. Weil Getappte können sowieso nichts mehr machen und Ungetappte können auch blocken. Und das sind die gleichen, macht keinen Unterschied. Oh, jetzt möchte er irgendwas abschießen. Oh, auf mich. 4 auf mich steht. Hätte er davor das Land gespielt, hätte er noch einen mehr machen können. Muss ich das jetzt verstehen? Kein Block. Die 2 nehme ich mir. Ich hätte überlegt, ob den 1-1er blocke, aber warum? Gehen wir doch in den Angriff über. Gleich holt er wieder seine ganzen Schießsachen raus. So.
Ich hatte gerade überlegt, ob ich den spiele. Diesmal würde ich tatsächlich 1 zu 1 blocken. Ich hatte schon überlegt, einfach an hier rein, die beiden reinpunkten, dann kriegt er plus 4, hat, macht 6 Schaden und dann ihn wegzuhauen. Fürs nächste Mal. Wenn er angreift, mache ich einfach 1-1er blocken, greife weiter mit dem hier an. Dann ist es mir Wumpe. Oh, okay. Jetzt macht er ernst. Das ist nett. Jetzt muss ich aber was überlegen. Erstmal greife ich an. Ich will sehen, wie er blockt. So, jetzt möchte ich was machen. Ich möchte nämlich seine Fähigkeit benutzen. Ein 1-1er. Auf ihn. Ist okay. Jetzt wird er hier dick. Ja, ich mache auch gleich den anderen noch tot. Dafür ziehe ich zwei Karten, indem ich den hier da rein opfern werde. Ja, er muss das jetzt machen, sonst hätte ich ihn tot gemacht. So, jetzt haben wir gesehen, was er gemacht hat. Ich opfere eine Kreatur. Sein Effekt geht wieder oben auf den Stack. Und weg ist sie. Und zwei Karten für mich dafür. Noch ein Land. Eine Krähe. Ich glaube, das ist mehr als eindeutig, oder? So, wir sind fertig. Warum hat er jetzt nicht selbstständig weitergemacht? Ich hätte ja opfern können, theoretisch. Ja, ja. Die macht überhaupt nichts mehr. Es müssen drei Schaden durchkommen, von denen er den hier nicht blocken kann, weil der fliegend ist. Das heißt, eine andere muss durchkommen. Völlig egal, welche. Also rein da ins Gemächt. Ja, lass ihn sterben. Der Schaden wird verrechnet, das heißt, er kann nichts mehr wirken. Die dürfen sich gegenseitig töten. Das war deutlich einfacher ohne die 5-3er und der... Na gut, ich habe schon wieder so viele Länder gezogen. Zumindest nicht alle hintereinander. Bin ich ganz froh drauf. Froh drauf, froh drüber. Froh drüber. Ah, er wird vom Zombie gebissen. Er sieht übrigens aus wie Garuk. Nur so als kleine Anmerkung. Die dunkle Magie, die du studiert hast, rette dich vor Yuzu. Das ist wahrscheinlich Yuzu hier irgendwo. Oder das Yuzu? Yuzu ist mein Bruder. Aber deine Begegnung mit dem Tod wirft einen dunklen Schatten auf dich und du fühlst, wie sich die Welt um dich herum auflöst. Gerade eben warst du noch in den Ruinen des Wes-Anwesens. Wes heißt übrigens, also die heißt Liliana, nur so als kleiner Hinweis. Liliana von Wes. Doch im nächsten Moment stehst du auf einem unbekannten Friedhof, auf einer fremden Welt. Auf einer fremden Welt, wissen wir, welche Welt? Das ist sie übrigens hier vorher, wie gesagt, nett, lieb, 2-3, Lifelink. Und wenn eine andere Kreatur von mir stirbt, wird sie zum schwarzen Planeswalker, mit dem, wo der Funke rübersprüht, wie dieser Weltenwandler, und bringt einen Zombie-Token mit. Ein Schatten sein ihrer selbst? Man weiß es nicht. Traurig zu sehen, wie aus guten Menschen bösen werden. Und das ist jetzt der Übergang hier. Oder soll er wohl sein? Ach komm. Karten halt. Weißt du warum? Ich ziehe doch gleich sowieso wieder 300 Länder nach. Jetzt ziehe ich kein einziges. Ich weiß das jetzt schon. Aber es sind auch wieder so Opferkarten, die ich ja sonst auch ganz gerne spiele.
Ach komm, das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ich habe tatsächlich kein Land nachgezogen. Karma kriegt euch alle. Ja, den kann er hier opfern und sich ein Standardland aus der Bibliothek suchen und ist getappt ins Spiel bringen. Standardländer sind diese Länder hier. Weil Standardland draufsteht. Also, jetzt mal wirklich. Jetzt muss ich eine abwerfen, weil ich mehr zu viel drauf habe. Nehme ich erstmal ihn hier, weil ich kann ihn zum Beispiel damit oder hiermit wiederholen. Wenn ich eine Karte abwerfe, darf er sowieso nichts mehr spielen. Das ist wirklich das Letzte in dem einen Zug. Es gibt nichts, was danach kommt. Das ist übrigens der Grund, warum man eigentlich nicht eine Einland-Hand hält, wenn man nichts hat, was man spielen kann. Aber ich dachte mir, ich ziehe sowieso wieder Länder wie sonst immer. Oh, er hält +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Er fehlt nur einmal pro Zug. Ja, trotzdem reicht es. Macht eine 4-4er draus. Ich glaube, wir sind ganz schön dran. Und kein Land. Oh, doch ein Land. Überrascht. Aber das sieht nicht gut aus. Das Duell sieht nicht gut für uns aus. Wir verlieren erstmal jetzt ordentlich Leben. Und natürlich greift er mit beiden an. Weil ich krieg die ja nicht tot. Nicht mit der hier. Oh, der hat ihn nicht gepumpt. Der hätte mir jetzt ordentlich hier Schaden reindrücken können. Hätte er zwar nichts mehr gespielt, dann will er noch was spielen. Daran kann man zum Beispiel sowas erkennen. Zum Beispiel noch einen. Nett. Ach so. Zwei meine ich. Er hat nämlich davon alle auf der Hand, muss man wissen. Wenn man 4 Stück im Deck hat. Oh Mann, wir sind so am Arnusch. Arnusch. Wer wirft eine Karte ab? Eine zufällige. Oh, die war gut. Gut, dass die weg ist. Jetzt wird er wahrscheinlich nur noch mit dem Pumpern angreifen und den zurücklassen. Der ist gut, der Kleine. Ich sag ja, der ist gut. Für einen Mana kann er, hält er uns jetzt zumindest eine Kreatur. Nicht mal. Den kann er pumpen, das macht keinen Sinn, den kriege ich tot. Jetzt kann er ihn opfern, aber dann ist er weg. Macht er auch. Aber wir haben ihn weggemacht. Ja, jetzt hat er eine Kreatur, die wir nur mit Reichweite oder Flugfähigkeit ihn hier blocken können. Er ist zwar selbst nicht fliegend, aber nur noch Fliegende können ihn blocken. Ach, das läuft nicht so gut, meine Jungs. Mädels. Ich brauche ein Mana-Vieh. Obwohl, machen wir es anders. Wir hatten eigentlich ein Land gebraucht. Läuft nicht gut, sage ich euch. Läuft nicht gut. Den können wir gar nicht aufhalten. Die kann er pumpen. Dann nehme ich lieber einen Pumper weg. So, jetzt muss er erstmal eine Karte abwerfen, wieder, weil die gestorben ist. Ein Land, natürlich. Und leider kein Land nachgezogen. Wir hätten jetzt jede Runde eine, hätte ich den dahin noch spielen können. Ja, kein Block, das weiß er auch. Na, pumpt er? Ja, pumpt er. Damit ist er jetzt 4-4. Macht 6, 7, 8 Schaden und wir sind dann... Oh, den pumpt er auch. Wir sind fast tot. Und wir können nichts dagegen machen. Weil die entsprechenden Karten... Es gibt Karten, die jetzt das locker das Board räumen könnten. Aber die haben wir leider nicht. Zumindest nicht hier. Die habe ich nur in echt, aber... Nichts, was uns jetzt noch helfen kann. Nichts, was uns jetzt noch helfen kann. Na, ich will wenigstens wissen, was ich noch ziehe.
ist ein Witz, oder? Jetzt sehe ich zwei Länder. Okay, also das Spiel haben wir wieder einmal verloren. Der verursacht Trampelschaden. Oh, Morbid, das kennt ihr gar nicht. Das bedeutet, das, was hier hinter steht, deswegen ist so ein langer Strich. Das ist einfach nur ein Keyword, falls es mal Karten geben sollte, wo dieser lange Strich nicht hinter ist, damit man wissen könnte, was es ist. Aber die bringen so viele Schlagwörter raus, das kann sich kaum noch einer merken. Das Schwerenpelz Wildschwein kommt mit 2+1+1 Spielmarken ins Spiel, falls du in diesem Zug einer Kreatur gestorben bist. Ist aber keine Kreatur gestorben, er hätte... Ja, nee, stimmt doch. Aber wie gesagt, wir sind auch tot. Also, scheiß drauf. War halt doof mit den Ländern. Ich wollte mal ein bisschen risky... Ja, Pumpi noch. Ich wollte mal hier ein bisschen risky machen. Ich bin vorausgegangen, dass ich wieder 200 Länder nachziehe, so wie ich sonst immer mache. War nicht der Fall. Es tut mir leid. Minus 6 Leben. Besiegt. Ja, das spielen wir nochmal. Diesmal wissen wir, halte keine Hand mit nur einem Land. Denn das ist Schand. Traurig, wie es ist.